Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, geht es Ihnen gerade auch so wie mir? Eben noch haben wir uns auf milde Frühlingstage, auf erste Ausflüge in unsere schöne Natur, auf ein Wiedersehen mit den Kindern und Enkeln an Ostern und auf die Fußball-Europameisterschaft gefreut. Und plötzlich finden wir uns in einer solch unwirklichen und gefährlichen Zeit wieder. Doch es hilft alles nichts. Wir müssen uns der Corona-Krise stellen und handeln, denn der Virus verzeiht keine Fehler. So haben wir diese Woche im Plenum das Bayerische Infektionsschutzgesetz beschlossen. Es ermöglicht der Staatsregierung mehr Durchgriffsrechte, etwa beim Zugriff auf medizinisches Material und Personal. Der Freistaat kann beispielsweise für Schutzmasken oder Desinfektionsmittel ein Verkaufsverbot an Dritte erlassen, soweit dies erforderlich wird. Das Material geht dann an die Einrichtungen, die es wirklich brauchen. Gleichzeitig verhindern wir Preistreiberei. So wollen wir die Leistungsfähigkeit unseres Gesundheitssystems auch bei einem weiteren Anstieg der Infektionszahlen sicherstellen und einen Kollaps der Kliniken vermeiden. Selbstverständlich werden wir den Gesundheitsnotstand wieder aufheben, sobald es die Lage zulässt. Die Staatsregierung packt beherzt mit an. Sie hat die Massenproduktion von Atemschutzmasken und Desinfektionsmitteln bei uns in Bayern erfolgreich angestoßen und die Wirtschaftshilfen verdoppelt. Denn Ausnahmesituationen wie diese sind nichts für Zauderer. Wir in der Bayern-Koalition wissen, was wir jedem Menschen in Bayern, jeder Frau, jedem Mann, jedem Senior, jedem Kind abverlangen. Gerade das Kontaktverbot zu vielen unserer Lieben ist schwer zu akzeptieren. Deshalb danke ich Ihnen allen für Ihre Disziplin bei der Vermeidung sozialer Kontakte. Ihr Verhalten trägt entscheidend dazu bei, Leben zu retten. Gemeinsam stehen wir das durch. Bleiben Sie gesund und Gott schütze Sie. Ihr Florian Streibel.